Hey Leute, ich bin's Conny und ich baller dich ab! Bam! Bam! Und heute möchte ich mal etwas ausprobieren, was Victor mir gerade gesagt hat zumindest. Er meinte nämlich, dass es eine Methode gibt, unfassbar viele Items zu bekommen und vor allem auch die Merchant Mastery schnell nach oben zu bekommen. Wenn wir hier auf die Masteries gehen, sehen wir, die Merchant Mastery habe ich auf Stufe 19 oder Economy Mastery heißt die meinetwegen. Und da kann man einige coole Perks bei freischalten, wenn man die dann auch wirklich ziemlich weit hat. Dafür gehen wir erstmal wieder beim Teleporter zurück in die normale Welt, indem wir auf die Rocket klicken, Teleporter World 1. Und dann geht's zurück in Welt Nummer 1. Natürlich funktioniert der Trick nochmal umso besser, wenn ihr schon möglichst hohe Mastery habt, weil es scheinbar gerade ziemlich verbuggt ist. Oh mein Gott, man kann inzwischen 4 Sachen bei den Automaten kaufen, das ist geil. Wenn ihr euch hier was bei den Automaten kauft, dann steigt eure Economy Mastery. Die habe ich jetzt schon auf Stufe 20 bekommen dadurch. Hier noch einmal kaufen und dann geht's nochmal ein bisschen höher. Mir fällt gerade ein, ich könnte vielleicht auch zur Daycare gehen, weil die Daycare sollte ich ja theoretisch auch relativ weit haben. Kaufmann kann ich hier auch immer leer kaufen, weil dadurch steigt die Economy Mastery enorm an. Gucken wir mal nach. So, wir claimen alles. Ich bekomme 206.000 Gems. Hab leider keine coolen Items bekommen, aber vielleicht kommt beim nächsten Mal ein Huge Mibo in eine Spaceship bei rum. Dementsprechend packe ich hiervon wieder 2 rein, hiervon einen rein. Ein M6 Prototyp? Wo habe ich den denn her? Egal, den packe ich auch einmal rein. Hiervon auch nochmal 12. Und dann mache ich hiervon noch den Rest voll. So, und der Trick, um die Mastery möglichst hoch zu bekommen, hängt von euren Secret Keys ab. Deswegen gehe ich mal in mein Inventar, scroll hier runter und ich sehe, ich habe hier, ihr seht hier, ich habe 13 Secret Keys und ich habe 256 obere Hälften. Die muss ich jetzt alle zusammen craften. Das wird ewig dauern, aber das machen wir einfach mal. Und ich habe es endlich geschafft. Ich habe 269 Secret Keys zusammen gecraftet. Secret Keys? Benutzt die alle. Ja, habe ich doch gesagt. Ich dachte, es geht jetzt um Crystal Keys. Nein, es ging doch um die Secret Keys, weil du sagtest, ich soll Secret Keys bei dem Baum verwenden. Digga, welcher Mensch hat 220 Secret Keys? Weißt du, wie viele Gems? Ich habe gefarmt die letzten Wochen. Und weißt du, wie viele Gems das sind? Ja, und jetzt werde ich die alle verbrauchen. Los geht's. Und erstmal meine Ultimate aktivieren. Und wir können jetzt endlich reingehen. So, Victor meinte, das lohnt sich sehr, sehr stark. Und bisher nicht so, okay. Wir gehen rein und wir gehen wieder raus. Victor meinte, man muss halt diese Mastery möglichst hoch haben und dann lohnt es sich sehr. Deswegen gucken wir jetzt einmal rein in die Mastery. Er meinte, man levelt die Mastery damit auch. Ich habe sie jetzt auf 22. Öffne das Ding, gehen nochmal rein. Ja, ja, ist okay. Ja, ja, ist okay. Das dauert halt leider immer super lange. Aber es soll sich lohnen, meinte er. Er hat 60 mal gemacht und, oh Mensch, wenn jetzt hier immer nur Kacke bei rumkommt, dann lohnt sich das nicht. Jetzt habe ich Mastery auf Level 23, aber ich will jetzt nicht immer nur die Kacke bekommen. Ich glaube, ich muss die Mastery ein bisschen höher bekommen vorher. Deswegen gehe ich einmal hier durch alle Sachen durch, weil es gab scheinbar einen Bug, dass wenn man die Mastery zu hoch hat, dass irgendeiner dieser Perks dafür sorgt, dass man da nur noch OP-Items bekommt. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier alle Automaten ab, die es gibt. Jetzt hier wieder was gratis? Nee. Hier alles leer kaufen, weil je teurer, desto schneller steigt die Mastery da oben. Victor, auf welchem Level meinst du, lohnt sich das? Ab 50. Und ab 50, okay. Ich bin nämlich gerade mal bei 22 und ich krieg die ganze Zeit nur Kacke. Ich werde jetzt erstmal die anderen Sachen hochmachen hier. Ich habe gerade First Try 3 Level 6 Diamonds Potions bekommen. Das sind 300k Gems. Okay, nice. So, Potion 2. Ich gehe jetzt erstmal halt die ganzen Händler ab, kaufe die leer in der Hoffnung, dass ich die Mastery möglichst hoch bekomme vorher. Wie gesagt, Mastery kriegst du hoch durch Secret Keys am besten. Du brauchst halt nur Glück, dass du einmal etwas Gutes bekommst. Ja, wahrscheinlich habe ich sie deswegen auch schon auf 20, weil ich heute auch einmal etwas Gutes bekommen habe dort. Ja, ja, genau. Aber ich habe jetzt zweimal hintereinander Kacke bekommen. Ich will es nicht nochmal riskieren. Deswegen gehe ich einmal zumindest alle Sachen ab, die es 200 Keys. Mach's einfach. Nein, ich will's optimal machen. Und das bedeutet, ich bringe meine Mastery von alleine so hoch, wie es geht. Das heißt, ich kaufe mir jetzt auch die ganzen blöden Samen, die keiner haben will. Und die bringen aber fast keine XP. Ja, hängt halt davon, es hängt vom Rap ab, oder? Oder von den Gems ab. Das hängt von der Rarität an, ab. Und natürlich, auf welchem Platz die verkauft werden, das auch. Okay. Strong Pets 6. Wenn ich Exclusive Eggs öffne, kriegt man mehr Egg Mastery. Ich gehe zum blöden Schneehändler. Wenn ich mir hier Dinger kaufe, 29. 5 Stunden live, ich habe kein Leben. Ich habe jetzt Cheaper Merchants bekommen. Level 30, okay. Ich habe Treasure Hunter 9 Potion. Einfach ein Treasure Hunter 9 Potion als ob. Ja, habe ich gerade bekommen. Bist du in meinem Server? Nee, bist du nicht. Hier den natürlich auch alles verkaufen. Level 31 bin ich jetzt. Hier meine Glückstränke verkaufe ich auch für 2500. Ich glaube, der bringt gar keine XP, oder? Doch, doch, ich bin jetzt schon Stufe 33. Das ist krass. Es ist ja immer noch Economy, die man da betreibt. Ja, aber der hat halt nicht zur Achievement dazu gemacht, deswegen dachte ich, der bringt auch nicht zum XP-Farm. Aber wir haben es jetzt herausgefunden. Mhm. Und auf in den Enchanted Forest, komm.
Jetzt habe ich meine Mastery auf Überstufe 30 gebracht. Das heißt, Merchants sind cheaper. Das muss ja jetzt schon was bringen. So, wir gehen nochmal rein und bekommen bestimmt nur Kacke. Oh mein Gott, ja, Speed 4. Ist zwar Kacke, aber Speed 4 nehmen wir jetzt erstmal an, in der Hoffnung, dass wir hochleveln dadurch. Das sind immerhin ein paar XP, ne? Ja, Hauptsache erstmal die XP bekommen für einen Win. Was sehen wir? Economy Mastery Stufe 36. Das heißt, drei ganze Level haben wir dadurch gemacht. Und je höher die Mastery steigt, desto mehr Winning wird es geben. Schatzjäger 8! Drei Schatzjäger 8 Tränke! Digga, ein Rap von 600.000 Gems! Was? Als ob. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich reingehe und ich krieg einfach 600.000 Gems praktisch. Okay, wir gehen raus. Wir gehen wieder rein. Warte, einmal ganz kurz gucken, wie sieht's mit der Mastery auf? Mastery Level 42. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Egal, wir machen jetzt einfach. Okay, Glückstrank 8. Noch besser. 1,38 Millionen Gems Rap. Boah, das ist fett. Und Level 45 erreicht. Das ist wirklich insane. Das ist sowas von insane. Als ich hab vor allem... Ich habe gerade so viele Keys gecraftet. Victor, willst du noch ein paar Keys haben? Ich habe 264. Send mir die gerne per Mail. Nee, ich gehe nicht in die Mail. Wenn du mir nachjoinst, kann ich dir welche traden. Oh, okay, wir traden ihn nach. Ich werde dir nur 50 geben, ja? Ich bin egoistisch. Also 50, weißt du, wie lange du brauchst, um 50 zu machen? Ja, ich weiß. Lucky X kann man sich immer mal gönnen. Ist jetzt nicht so gut gewesen, aber etwas. Raus und wieder rein. So, you cannot enter right now. Na gut, dann jetzt halt. Ah, Victor ist schon da. Ich werde jetzt aber noch einmal mir Diamond Charm. Das ist 10.000 Gems, das ist nichts wert. Ja, aber ich hoffe, es ist wenigstens ein bisschen XP wert. Nee, überhaupt nicht. Okay. Ich hab's doch mit dem Rap zu tun, das kann sein. So, du bekommst von mir jetzt ein paar Secret Keys. Bitte sehr. Und hier ein Charmhammer. Oh, danke schön. Den nehme ich. Bitte schön. Ist ein guter Trade, oder? Tja, gescammt. Nein, du hast mir nur wie viel Millionen Gems gegeben? 4? Weiß ich doch nicht. 51. Wow, ich krieg einen Stiefel. Ich benutze den Charmhammer jetzt. Mein Luck ist jetzt weg. Ich habe noch zwei weitere Charmhammer. Ich benutze die immer für Agility Charm. Würde ich auch benutzen. Die will man ja auch nicht zurückhaben. Ich krieg schon wieder einen Stiefel. Ich nehm die Kacke. 3 Coins Potions, 7? Als ob. 8. 200k Gems. Ach, Stufe 50 ist auch Better Offers. Das ist es. Ich brauche wirklich Stufe 50 Better Offers. Komm schon. Ja, das ist, was ich sage. Und nur bei Stufe 50. Es gibt keine weiteren Upgrades bei Offers. Okay. Schon wieder Kacke. Warum? Ich hab auch und? Oh, Fortune. Oh, Fortune ist gut. Stufe 47. Okay, es ist nicht so stark gelevelt. Aber Fortune ist immer ganz nett. Ich wünschte, Fortune würde mitleveln mit den ganz normalen Büchern. Ja. Safe. Aber dann wäre Fortune ein bisschen zu OP, tatsächlich. Ja, weil ich habe so viel Fortune inzwischen. Du müsstest, wenn, dann upgraden können zu Fortune 2 und so weiter. Tap Power 7. Das ist gut. Ja, ich meine, Stufe 7 Enchant. Wertlos. Das ist das Problem, aber ich würde es nicht benutzen, ja. Aber, nee, ich level damit durch gar nicht so gut. Es hat vielleicht wirklich was mit dem Rap zu tun. Das ist interessant, das hat wirklich was mit dem Rap zu tun. Da brauche ich jetzt irgendwas mit 4 Rap. Also, ich würde mich nicht über Diamonds 8 beschweren. Ich krieg Münzen, wow, 45.000 Rap. Ich hab ja Diamond 7 bekommen, ne? Ich hab Crystal Key bekommen. Das ist eigentlich ein gutes Upgrade. Secret Key zu Crystal Key. Ich meine, aus dem Crystal Key kann Huge kommen. Trade dich mal an. Ich hab das hier mal bekommen durch, wie nennt sich das? Den Baum. Warum hast du 49 Treasure an den Bücher? Ich könnte noch mehr machen. Digga, du hast so viele Huges. No joke, der Inventar ist so viele Huges wert und ich denke, ich bin reich. Ja, aber ich verkaufe die ja nicht für Huges und ich krieg schon wieder Kacke. Ich hab einen XP-Charm bekommen. Den benutze ich auch direkt. Findest du einen XP-Charm ist gut? Den kannst du raushauen, wenn der Pet-Max-Level ist. Ja, das stimmt auch. Stärke ist auch Kacke, also Stärke 5. Als ob du Strong-Pets bekommst. Warte, das will ich sehen. Ich hab sogar 2 davon, deswegen du kriegst du so. Du hast zweimal Strong-Pets 8 bekommen? Ja, hier hast du 1 davon. Ich krieg das? Dankeschön. Gar kein Thema. Da gibt's halt für noch Packies. Keinen Rap zu, aber das ist insane. Safe, das sind safe ein paar Millionen. Ey, das kann man ja nicht mal craften, wenn man nicht hier in Chance-Stufe Level 70 hat. Ja, und du musst dich dumm und dämlich bezahlen, damit du überhaupt dieses... Ja, ich habe ja heute 10 Millionen Gems ausgegeben und habe nicht mal Stufe 70 erreicht. Ja, ja. Und du kriegst und das einfach so wegen diesem Glitch. Der Glitch ist krass. Ja, der Glitch ist wirklich krank. Ich hoffe, dass Preston und so das einfach nicht auf dem Schirm bekommt. Ich glaube, das wird auffliegen. Wenn auf einmal die hast sehen, du das einfach so von dir aus rausgefunden? Ja! Dann hoffen wir einfach, dass du der Einzige bist, der das herausgefunden hat.
für die nächsten paar Tage. Ich glaube, jeder weiß, dass sich das nur im deutschen Raum rumspricht durch uns, aber Preston achtet ja nicht auf die Deutschen. Stimmt eigentlich, denn Preston hasst ja uns Deutsche. Ja, schon wieder Kacke. Ah. Criticals 8! Criticals 8! Okay, ich werde jetzt keine Schlüsse mehr verschwenden, weil ich glaube, die Automaten liefern mir wieder was. Ich meine, ich habe ja jetzt schon Stufe 49. Ich muss ja nur Stufe 50 erreichen, damit ich auch so einen Lack bekomme wie du. So, deswegen kaufe ich mir hier Sachen. Ich habe die Hälfte. 4.300, so. Ich finde aber wild, dass diese gesamten Bücher, die auf Level 8 sind, keinen Rap bisher haben. Heißt, der Preis ist in der Theorie grenzenlos. Ja, grenzenlos, Also du kannst ja schon den Preis von den anderen Büchern einfach mal 10 oder so nehmen. Ich weiß nicht, wie viel man craften muss. Ja, mal 10 ungefähr. Vielleicht ein bisschen mehr sogar. Und dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil es kostet ja auch dann nochmal 200.000 Gems, um die zu machen. Ja, ja. Deswegen bei Criticals 8 würde ich sogar sagen, das sind safe 6 Millionen. 5 bis 6 Millionen. Also fast ein Valentine's-Eck für so ein lausiges Buch. Na, ich aktiviere mein schwarzes Loch hier. Schaut euch dieses schwarze Loch an. Aber ich habe in der Aufnahme nochmal gesehen, ja, das Aussehen vom schwarzen Loch wird besser, wenn es aufsteigt im Tier. Mhm. Aber was bringt mir das blöde Aussehen? Das sage ich auch immer. Ja. Und deswegen dusche ich nicht. Eben. Ah ja, der Händler hier ist restocked. Perfekt. Treasure Hunter 9. Also ich ziehe gerade gute Sachen aus deinen Keys. Ich brauche nicht mehr lange. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Schneehändler. Ah, der ist noch nicht restocked. Lucky X 6 ist 500k wert, Digga. Boah. Und das ist bei Stufe 6? Ja. Digga, what? Die Leute lieben Lucky X. Ich glaube, die Preise sind sowieso komplett busted momentan wegen dem huge super Computer. Das kann gut sein. Und ich habe endlich Stufe 50 erreicht. Okay, endlich. Jetzt geht's ab, Leute. Better Offers habe ich unlocked und das soll das Ding sein, das so unfassbar gut sein soll. Ich meine, selbst ohne Stufe 50 hatte ich ja jetzt schon teilweise so viel Glück. Ich sehe auch jetzt schon kommen, wie Leute sich das Video anschauen und sagen, ich habe 3 Schlüssel. Nee, wahrscheinlich nicht mal einen. Ich habe nicht mal einen. Ich hab so über 200. Aber das liegt einfach daran, dass ihr nicht gefarmt habt, Leute. Ich hab gefarmt die letzten Wochen. Aber ich hab die immer verkauft wie ein Vollidiot. Ja, ich hab die nicht verkauft. Ich hab die erfarmt und jetzt krieg ich meine Belohnung dafür. Deswegen muss man einfach nur ein paar Mal reingehen und kriegt einfach Diamonds 6 Trank. Das ist gut. Ja, 3 Stück für 345.000 Rap. Ich hab 3 Damage Potion 8 bekommen für 270k. Meinst du, ein Lucktrank hat auch noch Einfluss darauf? Ich hab zumindest gerade einen Lucky 8 Trank immer noch aktiv. Ich glaub nicht, dass die was bringen. Ich glaub auch nicht. Ja, nochmal Diamonds. Warum nicht? Ich tausche hier einen so einen Secret Key. Wie viel Wert haben die? 80k, 90k Gems. Die werden wahrscheinlich noch an Wert steigen, denke ich mal. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich wirklich an Wert. Ich hab den Tank Key bekommen! Warte, 500k! Den kannst du nicht craften, weil es verbuggelt. Ja! Warte, bist du draußen? Nein, ich komm gleich raus. Ich hol mir erstmal einen Stiefel ab. Die kannst du ja nicht craften, weil es verbuggt ist, das Spiel. Ja. Aber ich hab den einfach. Warte, ich trade dich an. Yeah. Da ist er. Da siehst du den? Ich sehe ihn. Das ist der Tech-Key. 500.000 Rap? Ja, wenn du nicht so zusammencraften kannst. Ich glaube, den kannst du nur durch den Baum bekommen. No joke. Immer noch nicht. Ich meine, die haben ja schon ein paar Fixes rausgehauen. Warte, ich probier's jetzt aus. Keys upper und lower half. Das geht nicht. Ja, man kann nicht. Combine. Es geht einfach nicht. Ja. Und ich habe aber den ganzen. Das ist nice. Also, den kann man jetzt gut verkaufen. Locker. Ich glaube, ich werde den sogar benutzen. Ein Charmstone oder Speed. Ich nehme mir den Charmstone natürlich. Die hat auch Speed. Ein Münzenbuch kann man auch immer mitnehmen. Braucht man nicht, aber. Münzenbücher sind auch teilweise sehr toll. Warum muss man immer so lange warten, bis man rein darf? Ich weiß es auch nicht. Die wollen einen auf die Folter spannen. Ja, wirklich. Ich nehme, wenn ich die Wahl zwischen Stiefel und Kacke habe, immer die Kacke, weil die Kacke ist hübsch. Ja, ich nehme auch immer die Kacke, weil die kannst du auch benutzen. Da furzt du. Ja. Ich habe Lucky X 6 bekommen, 500k. Also. Einfach wirklich den Preis von über 5. Ich habe 2 Mini-Chests bekommen für 100k zusammen. Ist trotzdem gut. Ja. Das ist Profit. Profit. Gewinne, 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 Leute. Nein. Okay, das ist nur 260k, aber trotzdem, das Profit. Tja, und damit leveln wir jetzt nebenbei auch noch die Mastery hoch. Ja. Irgendwann wird es uns nützlich sein, dass wir die Mastery so weit oben haben. Wer weiß, vielleicht ist der nächste Clan kriegt dann wirklich Mastery. Ja, da hätten wir schon mal eine Sache voll. Ich meine, in einem Leak hieß es ja, dass es die Mastery sein würde. Tech Key oder Lucky X Potion 9, was sagst du? Lucky X Potion 9. Okay, auf jeden Fall, Digga. Achter? Also wie viel kostet eine Achter? Eine Achter kostet 460k, das sind locker 6 Millionen wieder. Ja. Digga, du musst dir vorstellen, 100k durch einen Secret Key, sogar weniger, die sind weniger wert als 100k. Und ich krieg einfach ein Item, was über 6 Millionen wert ist. Da ist es vollkommen in Ordnung, dass man zwischendurch einfach mal ein paar Stiefel bekommt. Die ja schon wieder kacke, ist egal. Ja, ich hab grad Speed 4 bekommen. Welches Level hast du eigentlich für deine Mastery inzwischen? 67. Ich wünschte, ich wäre so groß wie du. Es bringt nichts, aber so die anderen Sachen bringen keinen Luck.
Kannst du eigentlich gucken, was das letzte Ding ist? Ich sehe ja immer nur die Sachen, die relativ nah dran sind an sich selbst. Meinst du bei der Mastery? Ja. Ich kann gerne kurz nachschauen. Automatically buys vending machines and vending machines that cost coins are free. Automatically buys vending machines finde ich ziemlich cool. Ja, finde ich auch. Ich finde das ziemlich insane sogar. Sehr nice. Alle, die Coins kosten. Daycare Slot Voucher. Toll. Ich hatte aber bisher noch keinen Charm. Also doch, ich hatte Charm. Also ich hatte einen Charm Stone. Charm Stone hatte ich auch. Du kannst jetzt YouTube. Aber ich krieg grad die ganze Zeit Stiefel. Ich habe ein bisschen Unglück. Ich muss wieder ein bisschen Glück bekommen. Schickt mir einfach mal einen Super Chat. Nee, warte, das ist ja ein Video. Schickt mir. Es hat sich jetzt schon gelohnt, aber ihr müsst es trotzdem machen. Einfach mal ein Super Thanks in den Chat, um mir Glück zu bringen. Never! Never. Komm, ich habe jetzt auch den Tech Key. Hör mir zu. Ja? Komm in Area 87. Okay, ich komme in Area 87. Ich bin in Area 87. Fällt dir eine Sache auf, zufälligerweise? Nein. Chance für Huge Chroma Lucky beim Lucky Blocks Minigame. Das war davor nicht so. Doch. Davor hast du nur Gems und so weiter, Items gefarmt. Jetzt kriegst du sogar, wenn du Glück hast, einen Huge Chroma Lucky. Das ist insane. Aber das war doch schon vorher so. Nein. Echt nicht? Der ist neu. Der ist aus Pet Simulator X, der Huge Chroma Lucky. Ich war der Meinung, ich hätte den gesehen, aber okay. Nein. Wenn, ja gut, der dann ist das. Neu. Das ist voll geil. Das ist aber nur voll geil, wenn die Lucky Blöcke jetzt nicht so kacke sind, wie sie es waren. Weil vor dem Update war ich nochmal in die Welt reingegangen und die haben es noch weiter genervt. Ich habe teilweise gar nichts von einem schwarzen Lucky Block bekommen. Also nicht gar nichts, aber irgendwie so 5 schlechte Items und nichts Gutes. Ja gut, okay, das ist schade. Die haben die wirklich genervt, leider Gottes. Aber das ist krank. Ich habe immer noch die Skibidi Toilet Hoverboard. Hast du den auch? Nee, ich habe mir gar keine der Hoverboards gekauft. Ich habe dieses, war in den Top 100 Leaderboard Hoverboard. Oh Mann, ey, hab ich nicht. Das war, als wir irgendwas hatchen mussten für... als wir Index voll gemacht haben. Fürs Clan Battle. Da war ich dann irgendwann in Patchstärke in dem Leaderboard drin. Und man behält das. Was hast du denn sagst, es muss erst warm werden. Jetzt ist es warm geworden. Einfach ein Münzenstufe 9 Trank. Boah, das fett. Okay, den nehme ich natürlich mit. Einfach Stufe 9, direkt Stufe 54 Mastery aufgestiegen. Und warte, wie viel kostet ein Stufe 8 Trank? Ein Stufe 8 Trank kostet 217.000. Ein Stufe 9 Trank wird also mindestens 2 Millionen, 2,5 Millionen wahrscheinlich kosten. Ja, stark. Geil. Aus 90.000 2 Millionen zu machen, ist stark. Ja. Das nennt sich skalieren, Leute. Skalieren. Das sag ich auch immer. Ja, direkt ein bisschen weiter skalieren. Nach unten mit einem Tapping irgendwas hoch. 9.000 Rap. Aber das ist vollkommen egal, dass man, keine Ahnung, alle 9 Sachen was Schlechtes hat, wenn die 10. Sache einfach so insane gut ist. Hier wieder ein Stiefel, ist okay. Gehen wir wieder raus. Es hat sich so sehr gelohnt, dass ich die ganzen Schlüssel gespart habe. Ja. Ich dachte wirklich, ich brauche die. Es hat sich auch gelohnt, dass ich eben meine Finger dafür geopfert habe, um die alle zusammen zu craften. Oha, ich krieg gerade 3 Tech Keys. Also 1,5 Millionen Rap gerade. Oder ich nehme 20 Fortune Flex für 35.000. Was nehme ich? Oder ich nehme natürlich die Kacke für 400 Gems. Ich nehme die Kacke. Na gut, ich nehme die Tech Keys. Aber nur, weil wir gerade nicht so viele haben. Sonst hätte ich die Kacke natürlich genommen. Ja, nur, weil wir nicht so viele haben. Mach mal ein Opening. Wie viel Kacke habe ich denn gerade eigentlich? Ich habe 374 Kacke. Ich habe safe mehr. Sehr gut. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, du hast auch sehr viel mehr geangelt und so. Ich habe 166 nur. Ich habe die alle weggegeben. Oha. Ich bin ein teilender Mensch. Es ist sehr nett von dir, dass du deine Kacke mit uns teilst. Gar kein Thema. Ich habe jetzt auch einen Cocktail bekommen. 559.000. Das ist geil. Richtig teuer. Super geil. Super geil. Super geil. Ich habe noch einen Key. Nur noch einen? Ja. Okay, Victor, komm. Nein, nein, ich muss den benutzen. Und ich muss auch in die Trading Plaza endlich verkaufen. Die Diamond 6 ist doch ein gutes Ende. Na gut. Ich danke dir für die Keys. Ich gehe jetzt alles verkaufen. Viel Spaß mit Verkaufen. Ich habe noch 160. Geh mal in die Area 3. Dort, ich glaube, ich habe einen Bug entdeckt. Gehen wir mal zu Area 3, wenn du das möchtest. Flum. So, wir gehen ins Castle und... Siehst du was? Oh! Ja, der Cat geht's gut, würde ich sagen. Ja, den Cats. Den Cats. Ja, daraufhin erstmal ein paar Crystal Keys hier raushauen. Vielleicht gibt's da jetzt auch mehr Luck, wahrscheinlich nicht. Warum sollte es? Ich glaube nicht. Ich glaube, beim Crystal Chest hat sich nichts geändert. Aber vielleicht krieg ich trotzdem mein Huge. Ich meine, wie viele Crystal Keys habe ich bitte? Als ob mir jemand wirklich einen Huge Happy Computer gesendet hat. Echt? Tja. Als ob, Digga. Du weißt ja, dass du ihn mir geben musst. Ich habe 1125 Upper Key Halves von den Crystal Keys. Aber ich habe den nicht gehatcht. Ich will den behalten, falls ich den nicht hatche. Na gut. Wenn ich einen hatche, kriegst du den. Danke. Mir schickt nie jemand was. Kicken wir mal nach.
Im Briefkasten, du hast keine E-Mail. Oh. Du hast keine E-Mail. Und es gibt schon 15.000 Happy Computer laut diesem Board hier. Und das Board lügt nicht. Ja, einfach ein paar Schadenstränke 8 kann man immer mal mitnehmen. 273.000 drauf. Angenehm. Angenehm, ja. Würde ich auch sagen. Direkt back-to-back 3 Glückseiertränke 8. Das ist krass. 1,38 Millionen. Alter, ich habe die Wahl zwischen einem Cocktail für 559.000 Rapp, 3 Diamond-Tränken 6 für 345.000 Rapp oder 3 Schatzjäger 8-Tränken. Natürlich entscheide ich mich für die 3 Schatzjäger 8-Tränke, weil die haben 653.000 Rapp, finde ich sehr viel cooler. Es sind 3 Tränke. Mhm. Aber ich finde es krass, dass ich einfach die Wahl zwischen 3 so krassen Sachen habe. Normal. Ja, dann gönnen wir uns. So, einpacken und weiter geht's. Na gut, dann gehen wir nochmal rein. Aber ich würde sagen, irgendwann reicht's auch mal, weil... jetzt kriege ich nur Kacke. Nee, damit will ich es nicht beenden. Wir gehen jetzt nochmal rein. Und, naja, okay, immer ein Crystal Key und ein Critical Spuch. Da nehme ich eigentlich eher den Crystal Key, auch wenn der weniger wert ist. Weil ich will euch jetzt nicht antun, wie ich hier jetzt noch weitere 150 Mal rein und raus und rein und raus gehe. Das will ich mir selbst privat antun. Mini-Chests immer gut. Plus, minus, null gemacht. Weil ihr versteht es ja schon. Sobald man diese Mastery auf Level 50 oder höher hat, lohnt es sich, weil man bekommt immer mal wieder, hier seht ihr es, Coin 7, einfach so, aus dem Nichts. Und die kann man dann verkaufen und ich denke, meine neuen Verzauberungen, die sprechen für sich, die ich hier habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ihr könnt euch jetzt auch das Video anschauen, das hier eingeblendet ist. Bis dann und ciao!